Hallo Freunde der unzumutbaren Gelbsucht, hier ist wieder euer Mario und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier bei mir, in meinem kleinen, aber feinen von Rockmusik, Jazzmusik, Pop und Hip-Hop, bald, demnächst, gibt's schon, weiß ich noch nicht genau, durchzogenen kleinen Springfield. Und jetzt zeige ich euch erstmal, was die letzten 3 Tage passiert ist und dann sehen wir uns gleich wieder. Du hast im Himmel ein paar krasse Grooves gelernt. Der Erfinder des Saxophons persönlich, Adolf Sachs, ist da oben. Ach so? Aber nicht mehr lange, wenn er weiterhin versucht, Erzengel Gabriel beizubringen, wie man das Horn richtig bläst. Das klingt seltsam. Aber was weiß ich schon. Wie du siehst, Lisa, wurde ich vom Himmel entsandt, um den einsamen und traurigen Seelen auf der Erde zu helfen. Ich habe dem Chef da oben gesagt, dass ich diese Seelen retten könnte, wenn ich ihnen ein fantastisches Saxophon-Solo ins Ohr blase. Und der Chef hat dir das geglaubt? Da oben weiß keiner so wirklich über die aktuelle Musikszene Bescheid. Und ich habe es ihnen auch nicht richtig erklärt. Naja, warum auch? Okay, Lisa, lass uns Waffeln holen. Viele Waffeln. Das ist die eine Sache, die ich da oben nicht kriege. Okay, Waffeln. Das Saxophon. Meine Güte, da fühlt sich aber heute jemand extra musikalisch. Dieses Kostüm inspiriert mich, alle Arten von New Jazz zu improvisieren. Es ist ein richtiger Rausch. Lisa, aber warum verschwendest du dein Können? In deinem Zimmer kann dich niemand spielen hören. Oh, Marge, nicht so, sei nicht so gemein. Wirklich? Du meinst, andere Leute möchten es hören? Natürlich! Und du in diesem kleinen Kostüm? Unbezahlbar! Oh, Marge, schmeiß die Lisa raus, weil du sie nicht hören kannst? Du bist gemein. Dad, guck mal! Zahnfleischbruder Murphy wurde vom Himmel auf die Erde entsandt! Oh, Lisa, du und deine unsichtbaren Freunde! Ich bin nicht unsichtbar. Jeder kann mich sehen. Ich stehe genau vor ihnen. Unsichtbare Freunde. Hobie, alles klar bei dir? Ich bin nicht nur sichtbar, ich kann sogar Koteletts essen. Und ich rieche da ein paar Prachtexemplare. Vorsicht, Homie. Dein unsichtbarer Freund frisst dir sonst deine nicht unsichtbaren Koteletts weg. Aber naja. 250 Festival-Tickets. Part 7. Der Trick bei guten Pop-Parodien ist zu wissen, was die Millennials wollen, mögen. Millennials, was zum Beispiel? Ja, so die Jahrtausenderwender oder die. Sie scheinen Apps zu mögen. In diesem Fall muss ich alle Apps kaufen und herausfinden, was sie tun. Jede neue Generation ist so komisch. Aha. Na gut, finanziere Pop-Parodie-App-Einkäufe. Alles klar. Lisa, tu doch was! Dein Geist frisst uns die Haare vom Kopf! Probleme, Homie Baby! Mit dem unsichtbaren Freund deiner Tochter! Saxophone spielen kein Saxophon! Dein Kostüm ergibt keinen Sinn! Bleib beim Thema, Miss Simpson! Für Angeberei gibt es keine gute Note! Dein Horn klingt wie tote Enten. Das ist gemein. Ah, Norbert. Ich hasse dir. Ich will dir töten. Du nervst mich mit deinem scheiß abgefuckten Flugzeug. Die Kinder haben meine Musik gehasst. Und sie sagten, mein Kostüm wäre doof. Das ist verrückt. Sieh mich an. Ich bin ein Saxophon. Ach, Schätzchen. Wen interessiert das, was ein paar dumme Kinder denken? Sie sind zu jung, um dein Talent schätzen zu können. Du hast recht. Meine Musik ist anspruchsvoll und komplex. Ich glaube, du solltest losziehen und dir ein reiferes Publikum suchen. Okay, im Rathaus. Naja, weiß nicht, ob die Leute da reifer sind, aber... Lisa, ich habe meinen Auftrag, verlorene Seelen auf der Erde zu helfen, vernachlässigt. Kennst du jemanden, der meine Hilfe benötigt? Naja,
Milhouse tut mir schon leid. Milhouse? Ich bin ein Geist aus dem Himmel und kein Wunderheiler. Wen gibt's noch? Der arme Mann Hauten. Wie der Vater. Alles drauf. Ach. Ich weiß nicht, gegen was du protestierst, aber hör sofort auf oder ich lass dich verhaften. Protestierst? Lisa macht nur Musik. Weswegen? Wegen deines Attentats auf meine Ohren. Niemand will mich spielen hören. Ach, das sind doch nur ein paar seelenlose Politiker, Ache, auf einmal. Du musst für den kleinen Mann spielen. Leute, die die Schönheit und den Schmerz deiner Musik verstehen. Ja, das können die Politiker natürlich nicht. Ich hab's. Ich werde auf der Straße auftreten. Alle Jazzgrößen haben so angefangen. Ernsthaft? Na ja, ich weiß ja nicht. Diese Stadt hat so viele verlorene Seelen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich spiele zwar Blues, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich noch depressiver werden könnte. Boah. Objekt freigeschaltet. Platzieren, natürlich platzieren. Was zum ist das denn? Ein Elton John Flugzeug. Diese Brille kann nur von Sir Elton John getragen werden. Alle anderen würden sofort tot umfallen. Vor, keine Ahnung, passt nicht, Peinlichkeit, was auch immer. Aber gesund ist das nicht. Okay, Dad, dieses glorreiche Flugzeug brauchen wir, um mehr Popstars nach Springfield zu locken. Ich habe noch nie etwas Hässlicheres gesehen. Wer ist verrückt genug, damit seine Zeit zu verschwenden? Heiliger Bimbam, ich mag Frauen mit Brille. Gefragt, geantwortet. Ein Popstar-Flugzeug umwerben? Oh. Wer auch immer dieses Flugzeug entworfen hat, hat ein Verbrechen begangen. Gegen den guten Geschmack. Wenn ich den erwische, ist er dran. Das ist doch legal, oder? Ruhe, kleine Saxophonmädchen. Wir versuchen einige zu schlafen. Wirklich? Ich halte sie wach? Die Katzenlady, die nebenan schreit, stört sie nicht? Nein, mit dem, was sie von sich gibt, kann ich was anfangen. Mit Katzenbabys? Ich will es gar nicht wissen. Frag Barney nicht, wenn du es nicht wissen willst. Dieses Flugzeug ist schon schillernd und unnötig. Aber reicht das wirklich, um Prominente anzulocken? OMG! Leute, im Flugzeug gibt es eine Frauentoilette ohne Schlange! Das Geheimnis der Stars. Wissen, wo das freie Badezimmer ist. Homer, du hast es erkannt. Dafür liebe ich dich für deinen messerscharfen Verstand, Homie, Baby. Ich hab nichts gesagt. Jetzt zumindest nichts ernst gemeintes. Tja, das hat auch nicht geklappt. Okay, wie wär's damit, wenn du in einem einsamen Wald spielst? Ich wette, Waldkreaturen schätzen... Moment mal, ich weiß, was ihr vorhabt. Ihr habt mich gerade aus dem Haus geschickt, damit ihr mir nicht zuhören müsst. Tut mir leid, ich kann mit Jess nichts anfangen. Aber wer gibt was darum, was ich denke? Es ist nur wichtig, was du denkst. Du magst diese Downtown Abbey-Serie und jeder andere auf der Welt hasst sie. Sie heißt Downtown Abbey und ist ein Riesenhit. Hat sie das nicht eben auch gesagt? Downton. Okay, naja, mir gefällt sie nicht. Ich gehe in mein Zimmer, Saxophon spielen. Laut! Ey, geil, Lisa ist stinksauer. Und EA überrascht mich wieder mit seltsamer Rechtschreibung. Pop-Sensation Alaska Nebraska hat ihren Fans gerade online von Springfield erzählt. Sie muss einfach interessiert sein. Sag ihr aber nicht, dass Mo die Limousine am Flughafen fährt. Wir durchwühlen dein Gepäck garantiert, wenn du gerade nicht hinguckst. Ach so. Oh. Du hast Akt 2 der Geschichte abgeschlossen. Erweitere dein Festival und tippe weiter auf die Fans. Ja, Akt 3 wird bald über dich kommen. Aber vorher darf ich mich dann wahrscheinlich langweilen. Weil keine Storyline mehr verfügbar ist. Aber hey, ich kann schon wieder Donuts holen. Obwohl der Akt doch gar nicht vorbei ist. Aber ich will mich ja nicht beschweren, also um Gottes Willen. Wissen Sie, Zahnfleischbluter, manchmal bin ich ein wenig einsam und traurig, aber als ich es spielen hörte, hat sich mein Glaube an das Universum wieder gefestigt.
Also bin ich der Meinung, dass sie ihren Auftrag auf Erden schon abgeschlossen haben. Lisa, das ist wundervoll. Außerdem kann ich jetzt meine himmlische Belohnung abkassieren. Oh, Flügel? Engelsflügel? Ich weiß gar nicht. Flügel? Was soll ich denn damit? Nee, ich nehme Fabergé-Eier. Oh, wie ich diese Dinger liebe. Aha. Fabergé-Eier horten. Ich hoffe, er setzt sich nicht drauf. Die Dinger sind unheimlich zerbrechlich. Und wertvoll. Ich bin versorgt mit rotem Lakritz, glitzernden Klamotten und komischen Dating-Apps. Wir können loslegen. Weird Al Yankovic kann jetzt in Pop-Jam-Sessions auftreten. Ja. Hip-Hop? Wie Hip-Hop? Der dritte Akt ist dann Hip-Hop, oder wie? Lisa hat sehr lange geübt. Ich werde ihr sagen, dass sie gut genug ist, um im Tintenfischhafen zu spielen. Im Squidport? Das wird nichts. Sie hat uns durchschaut. Glückwunsch, du hast das Saxophon. Saxomaphon? Weiß nicht mehr genau. Teil 5 beendet und damit habe ich den Kram endlich abgeschlossen. Und ich kann dann Lisa endlich wieder verwenden. Für ihren ursprünglich angestammten Zweck. Zumindest in diesem Event. Nämlich Musik zu machen. Mir Punkte zu holen. Komische Brillen, Sonnenbrillen. Handschellen wollte ich schon sagen. Und da sind wir auch schon wieder live mit dabei. 400 Festival-Tickets habe ich mir gerade so verdient. Obwohl ich hier nur so einen komischen Typ hier angeklickt habe. Eigentlich war es so eine Tussi, aber egal. Kommt das Gleiche raus. Ihr habt es gesehen, der zweite Akt ist schon wieder durch. Beziehungsweise storytechnisch zumindest ist er schon wieder durch. Nicht was mich angeht, aber ich bin ja jetzt auch wieder einen Schritt näher dran. Ich brauche jetzt nur noch 21.000. Nee, noch ein bisschen mehr. 25.000 etwa. Oder 230 Donuts. Die habe ich noch nicht ganz. Aber ich habe ja trotzdem noch ein paar Sachen, die ich eigentlich machen wollte. Auf der einen Seite natürlich, habe ich ja schon gesagt, in den Kommentaren, ich glaube, ich habe es auch im letzten Video schon mal erwähnt, dass ich mir wohl noch mal eine Chance gönnen werde. Hier im, wer ist das Ding? War das eine Konzertüberraschung? Ja, es war die Konzertüberraschung. Oh, geht gleich ganz zu. Hier war Hummerpalooza. Achso, da waren auch die Konzertüberraschungen, deswegen. Deswegen war ich mal kurz leicht irritiert. Und den Walk of Fame, den habe ich auch schon überlegt. Weil das sind ja diese kleinen Dinger, die habe ich ja hinten in meinem... Casino? Zum Casino-Event dazu. Aber es geht jetzt erstmal hier ein... Ich gehe 65 Donuts aus, habe damit angeblich einen Mindestgewinn von 70. Ich bin mir ziemlich sicher, ich kriege jetzt entweder den Duff Barney Balloon oder den Captain Bob. Ich hätte eigentlich gerne das Springfield Hyper Stadium, weil es nämlich die rockende Lisa mit dabei, die rockende Maggie mit dabei. Ich kann auch gar nicht mehr rechts und links. Ich schaue jetzt einmal, was passiert. Ich hab's gewusst. Theoretisch könnte ich noch einmal. Praktisch. Geht noch 4 Tage. 4 Tage. Die Dusi geht auch noch 4 Tage. 2 Tage, 3 Tage quasi. Alaska, Nebraska. Gibt's hier Hip-Hops? Du siehst sehr nach Hip-Hop aus. Warte, du musst dich noch ein wenig gedulden, um zu sehen, was wir anzubieten haben. Ja, jetzt bin ich natürlich mal überlegen. Ich brauche hier 25. In 4 Tagen brauche ich 25 Donuts, um mein Dings wieder anzukurbeln. Ich glaube, ich bin jetzt einfach mal mutig. Um sich meinen XP-Bestand wieder nochmal anzukurbeln. 25 kostet ja 10 Tage lang. Die habe ich bis dahin locker drin. Die Frage ist nur. Schaffe ich die vorgegebenen? Naja, eigentlich schon. Wenn ich mir hier gucke, setze an, wenn ich den von Freundes mache, nachher noch. 1500 und 1000 wären dann hier schon auch schon mal weg. Ne? Also ich bin jetzt erst für die 1500, die nehme ich mit. Kann ich ja schon. Ach, schauen wir mal, was Bob noch will hier, oder? Weiß eigentlich jemand, wie anstrengend ständig gescheiterte Mordversuche sind? Ein bisschen segeln ist die perfekte Möglichkeit, mich von dem ganzen Wahnsinn abzulenken. Dabei werde ich genug Zeit haben, neuen Wahnsinn auszuhacken. Ja, okay. Lass Captain Bob segeln gehen. Captain Bob, geh segeln. Lass Captain Bob segeln gehen. Oh.
24 Stunden. Das dauert ganz schön. Muss ich schon sagen. Wie gesagt, ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein. Ich möchte gerne das Springfield Hyper Stadium haben. Oder wenigstens die Duff Center Arena. Ich krieg 100%ig den scheiß Duff Bunny-Balloon. Das Hyper Stadium, oh, aber cool. Cool. Wenigstens, wenn es schon nicht das wurde, was ich wollte. Dann wäre. Ja, ich habe keinen Platz. Hey, aber cool. Guck mal, ich kann sie genau hier. Da passt du doch gut hin. Dann drehen wir dich noch rum, dass der Eingang stimmt. So. Flusch. Und. Heads up. Sonst nichts. Kein Dialog. Kein. Gar nichts. Keine Quest. Kein Nüscht. Bin schwer enttäuscht. Ich bin schwer enttäuscht. Okay, eins kann ich noch. Ich kann noch. Nee, da will ich nicht hin. Das. Hallo? Push. Ich kann noch kaufen. Den Quickie Merch. Lautsprecher brauche ich. Nee, ich brauche erst nochmal Konzerte. Was brauche ich? Mir fehlen noch 500 quasi. Ich kaufe mir jetzt erst nochmal zwei von den Konzertbeleuchtungen. Gummiplatzchen. Eine nach da. Und eine nach da. Das Taxi stört so ein kleines bisschen mittlerweile. Das heißt, mir fehlen jetzt noch 15. 15. 100. 100 ist ganz schön mehrfarbige Scheibe, hab ich auch schon. Warum soll ich dafür 100 Dinger ausgeben? Egal, ich nehme einfach mal einen. Einen mehrfarbigen Scheinwerfer bitte zum Mitnehmen. Danke. Den stellen wir dann dahin. Und dann, ja, ich weiß, das war ja der Sinn und Zweck der Übung. Lautsprechervorrichtung. Jetzt kommen wir doch mal langsam hier in Gefilde. Also brauchen wir mindestens 2, 4. Keine Ahnung, ich hole einfach schon mal, wie kann ich denn überhaupt? Aber die zwei reichen ja erstmal schon. Und dann warten wir erstmal ab, was ich noch brauche. Stimme. Wo könnte man euch denn aufstellen? Hier am besten genau vor den, die, das Geschütz, das Bühnengeschütz. Dann, huh, Mist. Das war. Warte, Kurzschlussreaktion, Kurzschlusshandlung hier eben gerade. So könnte es ungefähr. Also doch so. So könnte es ungefähr stimmen. Und dann gebe ich jetzt noch. Dann habe ich schon fast alles. Dann habe ich ja schon fast alles. Bezüglicher Scheinwerfer. Zyklischerer Scheinwerfer. Ich kaufe mir lieber nochmal zwei von den Dingen hier. Platzier die an der Wadahadadudada-Bühne. Also sprich, das hier. Okay. Ich glaube, da muss ich nachher noch ein bisschen umbauen. So, Schmuckbecher. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich habe keine Ahnung, was der Schmuckbecher jetzt aussagt. Und ich platziere ihn jetzt mal. Der ist ganz schön groß. Und dann würde ich sagen, so groß wie der ist, stellen wir den mal hier einfach. Oh, der glänzt aber hübsch. Passiert da irgendwas? Ach, nee, das war Duff. Ja, ist ja gut. Ja, es ist schon. Ich habe schon verstanden. Ich habe schon gesehen. Ist alles durch jetzt. Ja, cool. Das heißt, ich bin hier auch durch. Ist ja Lusche. Ist ja alles schon fertig hier. The Weird Al. Altruismus, genau so hieß es. Altruismus ist übrigens
wenn sich jemand schon fast selbst aufopfernd für andere, für das Wohl anderer einsetzt. Wollte ich nur mal so nebenbei erwähnt haben. Klugscheiße mal ein bisschen raushängen lassen. Ja, ich brauche hier noch 25.000. Relativ genau. Nee, stimmt gar nicht. Ja doch, stimmt schon. Relativ genau 25.000. Ich denke, ich werde die schaffen in 3 Tagen. Ansonsten, ihr werdet sehen, spätestens in meinem nächsten oder übernächsten Video. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich das nächste Video. Ich werde mich jetzt noch hinsetzen und werde den... Naja, ich werde noch ein bisschen was machen jetzt. Es wird nicht das einzige Simpsons-Video bleiben heute. Oder vielleicht kann ich das andere auch erst morgen hochladen. Ich muss gucken. Ich muss auch noch gucken, ob ich Zeit und Muße finde, nochmal eine Runde YouTube-Special zu machen. Ich hab's ja versprochen, ich weiß, aber es ist mein letztes Urlaubswochenende. Von daher, also ich guck, dass noch was, also es kommt auf jeden Fall noch was. Ich weiß noch nicht genau was und ich weiß noch nicht genau wann, also ob das heute noch passiert oder ob das vielleicht dann noch morgen. Und das kann auch sein, dass heute Abend relativ spät noch was kommt, aber ist ja nicht so schlimm, ist ja Samstag heute. Von daher sollte das kein großes Problem sein, auch für euch, denke ich mal. Müsst ihr morgen auch nicht arbeiten in der Schule oder sonst irgendwas. Deswegen würde ich sagen, war es das jetzt erstmal von mir für diese Runde. Wenn es euch dann gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare, wie euer EA-Link zum Beispiel. Dann können die Leute euch eine Anfrage schicken. Oder ihr könnt selbst aktiv in den... Schon habe ich wieder 3 Donuts mehr. Achso, apropos 3 Donuts mehr. Ich war noch gar nicht hinten in meinem Donutland. Aber ich war eh dabei, mich zu verabschieden. Also von daher würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen. Fuck, da wollte ich doch noch gar nicht hinklicken. Ja, wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ciao.